Seltsam. Okay. Haben wir irgendein brauchbares Auto hier? Nö. Dann nehmen wir den Kuruma. Besser als nichts. Gut. Und jetzt suchen wir uns einen Eisbaden. Wow, hier läuft sogar die Alarmanlage. Ich glaube, wenn ich jetzt sogar den Bullen irgendwo über den Weg fahre, dann verfolgen die mich sogar. Aber ich weiß nicht. Also solange die Alarmanlage noch läuft. Aber irgendwann schalte ich die auch ab. Also von daher, was soll's. Hallo Eiswagen, komm in meine Arme. Du gehörst mir, mir ganz allein und niemandem sonst. Tschüss, Kollege. Ich fahre mit dem Eiswagen in was? Atlantic Quays. Okay, nach Atlantic Quays. Meinetwegen. Von mir aus. Ah, ja, GTA, es ist so schön. Es ist. Ich weiß, es ist sehr simpel, es ist sehr inhaltslos. Man kriegt immer von irgendwelchen Leuten gesagt, mach dies, mach das, mach jenes. Aber es ist irgendwie eine extrem gute Unterhaltung. Ich meine, erstens mal die Idee überhaupt bei GTA damals, als ich das erste Mal GTA auf dem PC gespielt habe, das erste GTA übrigens, dass man einmal nicht der Held ist, sondern ein Verbrecher und machen kann, was man will, solange man sich nur nicht von den Bullen abwischen lässt. Das fand ich schon extrem cool. Und dass man dann diese große Welt hat, wo man sich selbst ein bisschen zurechtfinden muss, auch wenn man eine leichte Hilfestellung von der Karte hat, meinetwegen. Man muss sich trotzdem selbst einigermaßen zurechtfinden und lernen, wie das Ganze aussieht und so. Das fand ich schon ziemlich cool und ja, ich weiß nicht, es ist schön, ja. Okay, aus dem Eiswagen raus und mit Fernzünder sprengen. Und bei der Gelegenheit könnte ich auch das Päckchen da hinten einsammeln, das dort sein müsste. Aber nicht ist. Ich hätte aber gedacht, dass da eins sein müsste. Ah, und da kommen schon die Typen, die sammeln sich am Eiswagen. Das ist super. Ja, sammelt euch alle direkt am Eiswagen. Und Mission erfüllt. Und versehentlich noch einen Schuss Shotgun-Munition verballert. Naja. Nicht so schlimm. Da hinten ist aber ein Päckchen. Und ich habe kein Auto. Gib mir ein Auto. Ich habe meins gerade in die Luft gesprengt. Hat jemand ein Auto für mich? Irgendjemand? Ah, okay. Du bist zwar kaum als Auto zu identifizieren und kaum brauchbar, aber was soll's. Für den Notfall tut's auch das. Hier gäbe es übrigens in der Nähe auch wieder einen Superstunt zu machen. Da bräuchte ich allerdings auch wirklich ein Auto, das von der Stelle kommt, wenn man aufs Gas tritt. Und das wird bei dem hier in 100 Jahren nicht der Fall sein, denke ich. So. Bin ich richtig? Ach, da liegt's doch. Ich habe schon gedacht, ich habe jetzt echt gedacht, ich hätte mich geirrt und hier wäre kein Päckchen. So war's aber auch. 16 Päckchen schon, wow. Bald haben wir unser 20. Päckchen beisammen, dann gibt es wieder einen tollen Gegenstand oder so am Versteck. Bin mal gespannt, was es dann diesmal ist. Ob es jetzt schon die schusssichere Weste dann gibt am Versteck oder ob es jetzt nochmal eine Waffe gibt. Tja. Da könnte man einen Superstunt machen über die Rampe, aber da bräuchte man wirklich ein Auto, das ein bisschen von der Stelle kommt. So, was machen wir denn jetzt? Für Joey ist es zu spät. Der arbeitet um die Zeit nicht, da brauchen wir nicht vorbeizugucken. Schade, wir sind gerade direkt neben ihm, aber egal. Dann gurken wir eben mal wieder rüber zu dem anderen, zu El Burrito oder wie auch immer, von den Diablos eben. Weiß der Geier, wie der Penner heißt. Und ja, gucken mal, ob der noch einen Job für uns hat, einen guten. Und hoffen, dass ich nicht dabei draufgehe, wie das noch so oft der Fall sein wird in dem Let's Play, aber ja. Ich muss irgendwann, also wenn's wirklich anfängt, richtig heftig zu werden hier, dann muss ich auch wirklich öfters speichern. Dann muss ich wahrscheinlich nach jeder Mission speichern oder so, weil es sonst kritisch wird. Ich weiß, das ist ein bisschen nervig, vor allem wenn man das schon vorher weiß, dass ich dann andauernd irgendwo an mein Versteck muss, um zu speichern. Aber ja, das ist nicht so nervig, wie dann jedes Mal, wenn man gestorben ist, erst nochmal Waffen sammeln zu müssen und Zeugs und so und dann nochmal zum Startort hinzufahren und ja, ich weiß nicht. Also, ist schon eine Erleichterung, wenn man ab und zu mal speichert. So, gucken wir mal, was hier los ist. Feuertaufe. Aha. Klingt ja heiß. Okay, der Kerl heißt also El Burro. Naja, da war ich mit El Burrito ja schon fast richtig. Okay, meinetwegen. El Burro, ist das der Bulle übersetzt oder so? Ich weiß nicht. Jedenfalls schon wieder ein sehr interessanter Pan. Es ist schön, der scheint nicht mal irgendwie ein Mafiosi zu sein, sondern nur ein kleiner von den Diablos oder so. Aber auch der geht mit seiner Konkurrenz nicht gerade zimperlich um oder mit denen, die ihn irgendwie auf die Füße treten. Und
Ja, jetzt sollen wir also, weil irgendwelche Idioten sein Auto abgefackelt haben, sollen wir ihm ja einen Haufen Leute aus Chinatown umlegen. Er ist nicht sehr wählerisch offenbar, ne? So, hier könnte auch ein Päckchen wieder irgendwo versteckt sein. Da oben dürfte wahrscheinlich die Waffe sein, die ich brauche. Oder hier ist die Waffe, die ich brauche. Nimm dir 25 Triaden vor. Und es läuft schon ein Timer. Verdammt, dann kann ich jetzt gar nicht hochgehen und gucken. Triaden, das sind, für alle, die es nicht wissen, die Typen mit den blauen Anzügen. Das findet man raus, indem man einfach mal einen anzündet und dann gleich sieht, dass ich jetzt nur noch 24 brauche. Und ich kann das Ding nicht wegstecken. Und solange ich es nicht wegstecken kann, kann ich auch nicht rennen. Das ist doof. Aber kann ich nicht ändern. Und ich brauche ein paar Leute mehr. Habt ihr hier noch irgendwo jemanden? Ah, da haben wir noch einen Freiwilligen. Sehr schön. Ja, brennt, brennt, ja. Ah, ich liebe meinen Job. Es ist so schön. Ah, da sind ja noch ein ganzer Haufen. Och nö, jetzt rennt doch nicht weg, Leute. Ich will euch doch nur umbringen. Seid doch mal nicht so empfindlich. Ihr habt gesagt, ihr sollt nicht so empfindlich sein. Gut, geht doch. Noch jemand? Freiwillige vor? Ah, da haben wir ja noch. Das Problem bei dem Flammenwerfer ist übrigens, man kann sich damit selbst in Brand stecken, wenn man so eine schöne Schwenkladung abgibt und dann selbst reinläuft. Aber naja. Oh, ich habe einen Stern. Was haben die Polizisten denn gegen mich? Stört es die irgendwie, dass ich hier rumlaufe und irgendwelche Triadenmitglieder abfackle? Oh, und da hat mir sogar einer einen Revolver hinterlassen. Das ist aber sehr freundlich. Wie viel fehlen denn noch? 7 Stück und ich habe noch eine Minute Zeit. Das ist ja okay. Ja, rennen, rennen, haha. Oh, verdammt, jetzt habe ich mich selbst in Brand gesteckt. Und das zieht so unglaublich viel Rüstung ab, dass es weh tut. Oh Mann, das war clever. Aber egal. Die Rüstung kriege ich schon irgendwann wieder. Ja. Und ich will hier absichtlich übrigens in der Nähe bleiben, weil ich eben gucken will, ob da oben nicht noch ein Päckchen ist, wenn man die Feuerleiter hochgeht. Ja, Päckchen, ne? Lebenswichtig, weil sind toll. Sollte jeder haben. So, noch ein Freiwilliger. Ja. Mission erfüllt. Ich habe all diese chinesischen Triadentypen, wahrscheinlich waren es nicht mal Chinesen, aber egal, allen irgendwie den Arsch verkohlt und arm. Und da unten gibt es irgendwie einen Amoklauf als Auftrag oder so. Ich glaube, das ist ein Mini-Auftrag, wenn ich das richtig sehe. Auch mal nicht schlecht, einen Amoklauf als Auftrag. Naja, ist halt eine Nebenquest. Hat mit dem eigentlichen, mit der eigentlichen Story und der eigentlichen Handlung und überhaupt nichts zu tun, aber man kann es halt machen. So, und von hier oben aus kann ich sehen, dass es hier oben kein Päckchen gibt oder was. Auf dem Platz, da gibt es auch irgendwas. Ist es ein Stern? Ich weiß es nicht. Aber da gibt es bestimmt auch ein Päckchen zu finden. Das ich auch noch gerne hätte. Irgendwann. Hier muss es doch was geben. Ah, es geht doch. Ja. Päckchen Nummer 17. Ich mache Fortschritte. Und ich brauche bald eine neue Rüstung. Und ich sollte das auf jeden Fall speichern, weil mit wenig Rüstung stirbt man noch schneller und schneller sterben ist nicht sehr vorteilhaft. So, ist hier irgendwo ein brauchbares Auto unterwegs? Ah ja, ein Taxi. Genau das, was ich brauche. Hey, Taxi! Kannst du mich mal mitnehmen? Das hat mich gleich ausschalten. Oh, und man sieht, diese zwei blauen Idioten, das waren natürlich auch Triadenmitglieder, die mögen mich jetzt irgendwie nicht mehr. Ich weiß auch nicht, warum. Habe ich denen irgendwas gemacht oder so? Also, warum sind die so schlecht auf mich zu sprechen auf einmal? Die waren doch die ganze Zeit friedlich. Das sieht irgendwie eher nach einem Superstunt aus hier. Okay, an den Seiten kann man rein und raus, aber es sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwo ein Päckchen. Na gut, dann halt nicht. Dann fahren wir weiter. Würdest du dann bitte in das Auto auch einsteigen, wenn ich hier sage, einsteigen? Dankeschön. Das hat sich sehr gesund angehört. Also, wie ich die beiden Typen gerade überfahren habe. Hey, wir könnten zu Joey gehen. Wo wir schon hier sind, ne? Es ist jetzt 11 Uhr. Ich weiß nicht, zwischen welchen Uhrzeiten Joey da ist, aber er könnte jetzt da sein. Wo klingt hier eigentlich die ganze Zeit ein Telefon? Das hier kann es ja wohl nicht sein. Das sieht nicht nach einem Telefon aus. Na, egal. Was? Kiprianis Chauffeur. Aha. Listen, this guy ain't Italian and he's no mechanic, but he can get things fixed. This is Pop's capo, Tony Cipriani. Hey, I'm Tony Cipriani. Take him to Mama's restaurant in St. Mark's, all right? Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Okay, kid, drive me to the laundry in Chinatown first. I got a bit of business to take care of. Those washerwomen ain't been paying their protection money. And watch the car. Joey just fixed this junk heap. So no fancy crap, okay?
Wow. Okay. Das ist also kein Sentinel XS, sondern ein Mafia. Aber ich glaube, dass der Mafia eigentlich ein Sentinel XS ist. Also von daher... ja, ich weiß. Du wolltest nicht, dass das Auto kaputt gemacht wird. Aber ich kann nicht fahren. Ich kann doch auch nichts dafür. Außerdem, ich kenne die Mission. Wir werden noch genug Ärger auch so kriegen. Auch, egal, ob ich jetzt das Auto ein bisschen beschädige oder nicht. Ja, ja. So wie das immer ist. Siehst du, jetzt schießen die sogar auf mich. Also, heul nicht rum, Kollege. Außerdem habt ihr genug von den Autos. Die fahren überall auf der Straße rum. Zumindest im Mafia-Viertel. Genau. Da ist eine Wäscherei. Wollen wir da mal kurz welche machen lassen? Naja, dann viel Erfolg. Bis jetzt alles friedlich, okay. Nicht mehr ganz so friedlich, auch okay. Leckt mich doch, Leute. Mein Gott. Siehst du, und dann sagst du mir, ich soll aufs Auto aufpassen. Als wenn ich was dafür könnte. Die schießen auf mich, verdammt. Und das nur, weil du im Auto sitzt. Wärst du nicht im Auto, wäre dem Auto auch nichts passiert. So, das hast du davon. Capriosi, oder wie auch immer du heißt. Ja. Okay, meinetwegen. Somit wäre dann auch mein erster Auftrag als offizieller Chauffeur nahezu abgeschlossen, wenn ich es noch irgendwie da reinschaffe. Geh aus dem Weg, Idiot. Ja, das klingt vernünftig. Ich komme später wieder und dann zeigen wir denen mal, was Sache ist. Das ist super. Da bin ich absolut dafür. Mission erfüllt. $3000. Whoopie-doo. Das war irgendwie nicht so sonderlich viel. Wir haben schon mehr verdient. Ich will da nicht reinlaufen. Ich will gucken, ob es da oben ein Päckchen gibt. Aber wenn ich da jetzt langlaufe, dann... Ja, klar. Die Uzi ist jetzt im Dings verspielbar. Im Ammunition, genau. Ja, braucht doch kein Mensch. Ich habe doch schon so eine Uzi. Und wie wir sehen, es werden immer mehr Leute, die unsere Dienste in Anspruch nehmen wollen. Auch wenn es hauptsächlich Mafiosi sind, das stört ja niemanden. Mafiosi sind auch nur Menschen. Und, ja. Wow. Wenn das mal kein Stunt war. Hat mich nur dummerweise mein Auto gekostet. Schade, ich wollte es eigentlich noch, wenn es geht, lebend bis zur Garage bringen. Aber ich konnte mir jetzt nicht verkneifen, irgendwie über den Berg zu springen. Das ging einfach nicht. Ich habe gedacht, ach ja, mit ein bisschen Glück hält das Auto den Sprung noch aus. Und dann ist auch okay. Und, ja, Pustekuchen. Okay, meinetwegen. Warum zu meinem Versteck? Ganz einfach, erstmal nochmal speichern. Ich glaube, jetzt nach 3 Aufträgen oder wie viel habe ich jetzt gemacht, ist das mal nicht so verkehrt. Und ja, dann können wir auch gleich direkt wieder zu El Burro gehen und uns von dem nochmal sagen lassen, was er noch so alles gerne erledigt hätte. Holen wir uns bei der Gelegenheit auch noch gerade eine Knarre mit. Munition kann man immer brauchen. Was haben wir da? 300 Schuss, okay, ich glaube, so viel brauche ich so schnell nicht. Zumindest nicht mit einer Handfeuerwaffe, die irgendwie langsam ballert. Ich meine, mit einem Maschinengewehr sind 300 Schuss meinetwegen schnell verschossen, aber nicht mit einer Pistole. Ich meine, da komme ich ja nicht mehr raus aus dem Magazin wechseln. Jaja, so ist das. Das sind die Leiden eines Psychokillers oder so. Naja. Und, ja. Weil wir so ein toller Killer sind, gehen wir jetzt auch weiter unserem Job nach, so wie es sich gehört, und gucken mal, ob es jetzt irgendjemanden zu töten gibt oder so. Es wäre ja mal so eine schöne Abwechslung. Andererseits, ich glaube, wir haben für El Burro erstmal genug Leute getötet. 25 Triadenmitglieder, das ist ja schon mal ein guter Anfang. Jäger des verlorenen Schundes, hört sich ja gut an. Triple X Max in the red light.